Ja, Leute, willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown. Wir hatten beim letzten Mal mit Biene ein bisschen Glück, konnten Schlimmeres verhindern. Ich spiele mal wieder total Kamikaze, weil ich unbedingt diesen Mutant betäuben wollte. Ja, nicht so gut. Jetzt werden wir uns die Brücke vorknüpfen. Das heißt, wir werden uns hier oben platzieren. Mal schauen, ob wir... ob wir hier oben noch Gegner finden. Hier muss er überall hinspurten. Hier muss er mal nicht hinspurten. Vielleicht platzieren wir uns auch erstmal hier unten. Können dann hier mal in Ruhe nachladen. Ja, sehr gut. Brauchen wir nicht nachladen, da können wir mal hier hinspurten. Marcel müsste nachladen. So viel steht mal fest. Deswegen spurten wir mal, laufen wir mal und spurten nicht. Rock and roll. Rock and roll, sagt er. Yeah. Ah, Moment, den Bewegungspunkt mit Rami, den lasse ich mir mal. Denn dann können wir... Ja, hier müssen wir nicht zwingend nachladen. Dann können wir mal hier hingehen und können mal heilen. Genau. Einmal Wunden heilen. Es ist nichts gebrochen. Schwupp. Du bist okay. Alles wieder gut. Einmal eingesprüht. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das Eisspray ist. So, Sui spottet mal dahin. Boah, Action Cam! Okay. Keine Cyberdisk in Sicht. Dann bitte mal Walle nach dort. Immer noch keine Cyberdisk da. Biene. Nach dort. Nö. Immer noch keine Cyberdisk da. Sehr schön. Du. Nach. Spiel, lässt du mich. Offenbar lässt du mich nicht. So wie ich es gerne hätte. Dankeschön. Dahin. Meine Herren, schwere Geburt. Schwere Geburt. Rami nach hier. Hier. Einfach mal oben drauf. Zack. Und der gute Suhi. Suhi Shimaru geht genau daneben. So, jetzt werde ich mal alle Feldposten. Ich werde die Tür erst in der nächsten Runde öffnen, dass wir hier oben auch auf jeden Fall noch in den Raum ziehen können und schießen können. Suhi Feldposten. Hier können wir auf jeden Fall mal nachladen. Ja, Feldposten bei Link. Feldposten bei Biene. Feldposten bei Walle. Und Feldposten bei Ram. Was war das für ein Geräusch? Das war der Wind. Cyberdisk scheint näher zu kommen. Ich speichere und wir öffnen mal die Tür. Bitte, lieber Walle.
Hallo! So kriege ich denn von dir, wenn ich dich betäuben würde, bekäme ich denn eine Plasmapistole von dir? Da war nämlich noch keine. Steht das da, was der für eine Waffe trägt? Nee. Wir sollten diese auf jeden Fall so schnell wie möglich erledigen. Das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Sie können unsere Leute per Gedankenkontrolle übernehmen. Gedankenkontrolle. Sehr schwierige Psi-Technik, die bei erfolgreichem Einsatz 3 Runden lang völlige Kontrolle über das Ziel gewährt. Robotische Einheiten sind immun. Nämlich. Da weißt du Bescheid. Walle, geh mal nach da. Wobei, denn der Flanke, ist das nicht schön? So, 100%. 99 nur, was ist da los? Oh, perfekt. Biene! Pliss! Nein, den anderen. Ja! Setze Ziel fest! Jetzt bist du ganz kleinlaut, was? Welche tolle Sprüche sie drauf hat. So, der nächste Kill. Ich möchte, dass der nächste Kill auf Suis Konto geht. Allerdings wird er den mit der Pistole arrangieren, wenn er denn 3 Schaden macht. Macht er. Sehr gut. Dann möchte ich aber dennoch mit Marcel mal hier rein. Und mit Rami hier rein. Für den Fall, dass jetzt gleich die Cyberdisk um die Ecke kommt. Weißt du? Nämlich. Lad mal nach. Du kannst dann direkt mal Feldposten. Du eigentlich auch. Da oben sind sie, okay. Ja, ich höre das. Ich weiß nur nicht, was ich davon halten soll. Pass auf, ich warte einfach mal so lange, bis die hier vielleicht vor der Tür stehen. Ich verschanz mich hier ein bisschen. Immer fleißig mit dem Feldposten. Sui kann. Boah, Sui kann die Wumme mal nachladen. Nachgeladen. Jawoll. Feldposten. Feldposten. Und nachladen. Hacken wir es an. Jawoll. Machen wir, machen wir. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Ah, überall wird gefeuert. Justiere Zielvorrichtung. Kill bestätigt. Gut. Wir wissen, dass da unten die Cyberdisk ist. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall mit Link hier hin. Und brezeln dir richtig einen Rinn. Boah, 14er Crit! Alter Schwede. Genial. War aber noch nicht alles. Boah, ich habe jetzt keine Lust, hier alles zu durchforsten und noch auf Gegnerschau zu gehen.
Vielleicht ist aber nur noch irgendwo eine Drohne übrig. Ja. So, Feldposten. 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 Aha, Feldposten. Und dann gucken wir mal, ob noch irgendwo einer angeflattert oder angerannt kommt. Hört ihr das? Ah! Dünne Männer? Echt jetzt? Komm schon! Na gut, das wird mit der Schrot, nichts. Ich muss die Feldposten hier mit der Pistole machen, da muss ich dran denken. Das hab ich eine Zeit lang mal, hab ich eine Zeit lang mal drauf geachtet. Oho! Es sind ja doch noch ein paar mehr Gegner hier, auf Grab und unterwegs. Na, da wird's ja nochmal richtig spannend. Ich dachte, wir hätten das Gröbste durch. Dem ist aber nicht so. Die dünnen Männer, keine Ahnung, wo die rumspringen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die größeren Probleme. Nämlich um die Mutons. Aber wie? Das ist hier die große Frage. Denn die beiden stehen so, dass sie tatsächlich keinen sehen können. Ich habe hier eine beschissene Möglichkeit, Deckung zu suchen. Könnte nach oben, dann kriege ich aber ganz sicher die dünnen Männer ins Visier. Prozent, komm, baller mal drauf. Oh, Lag. Und gleich nochmal. Der ging daneben. Das ist nicht gut. Das hast du gut erkannt, dass das nicht gut ist. Prozent. Nehmen wir noch den Präzisionsschuss mit, dass wir ihn auch wegcritten. Oder nicht wegcritten, aber dass wir ihm ordentlich Schaden drücken. Ein 18er Crit. Alter Schwede. Sehr gut. Das finde ich super. Jetzt können wir mit den anderen beiden, also mit Rami und mit Namu hier runter und können uns mal probieren, um die Mutants zu kümmern. Walle hätte ich gern noch irgendwo hingestellt, wo er auch mal ein paar Leute im Visier hat. Ansonsten haben wir da noch drei dünne Männer, die sind natürlich total ungefährlich. Sollten aber auch nicht unterschätzt werden. Also ich gehe auf jeden Fall mit Namu hier hin. Und mit Rami hier hin.
Haben die jetzt bald... Ah, nein, was ist das denn? Die Aliens setzen jetzt häufiger mechanische Einheiten ein, die über viel größere Feuerkraft verfügen. Holy Macaroni. Wie sollen wir etwas von dieser Größe nur effektiv bekämpfen? Es könnte Jahre dauern, das Innenleben dieses Dings zu erforschen. Oh Gott. Dieses Ding... Dieses Ding kann ganze Karten ausradieren, wenn es das will. Jetzt müssen wir umso mehr die Mutants besiegt bekommen. Mehr denn je kommt es jetzt drauf an. Ja! Super! Schuss hat nicht gesessen! Die mich denn alle verarschen? Verdammt, Feind lebt noch. Ja, das sehe ich selber. Ihr Hyopais. Na, das wird ein Spaß, sage ich euch. Das wird die reinste Freude. Freude, Freude. Ich glaube, da könnten wir den einen oder anderen verlieren in der nächsten Runde. Ich weiß nicht, wo ich mit Walle hingehen soll. Uns werden die Granaten nur so um die Ohren fliegen. In der nächsten Runde. Einfach nochmal den Feldposten probiere, aber die bewegen sich nicht, die Schweine, das weiß ich schon. Die Schweine bewegen sich nicht. Ja, ich weiß nicht, wo ich mit Walle hin soll. Echt nicht. Plan. Auf jeden Fall irgendwo in die Nähe der Action. Ich habe keine andere Wahl. Ja, Sturm und Schuss, natürlich. Manchmal. So, Biene, was machen wir denn mit dir? Du gehst mal nach hier unten. Komm, probier dein Glück. Na, immerhin. Jetzt bin ich... Ach Gott. Das war gut. Das war ebenfalls gut. Ach, guck mal, eine Drohne. Drohne. Was ist denn hier nur los, ey? Hey, komm über die Seite. Ach du Scheiße. Hier ist alles voll. Ich glaube, mir bleibt nur der Rückzug in den Raum hier. Weil, ja, es sieht nicht gut aus. Der Dicke macht mir vor allem Sorgen. Und zwar ganz mächtig. Sui, du hast den da oben im Visier. Mit dir könnte ich den ja mal killen. Oder probieren zu killen.
dass der schon mal weg ist da oben. So. Schon mal einer weniger. Komme ich mit euch überhaupt in den Raum zurück? Ja, komme ich. Ich würde den Mutern gern noch mit in den Tod. Was heißt mit in den Tod reißen? Ich würde ihm gerne noch einen Tod bescheren. Ich lege hier mal eine Rakete rein. War mir gerade egal, ob hier irgendjemand noch was abkriegt oder nicht. Oder ob die am Leben bleiben, ob ich die Waffen... Keine Ahnung, war mir egal. Die mussten weg. So, jetzt ist es nämlich gar nicht mehr so schlimm. Jetzt haben wir in Anführungszeichen nur noch den Dicken hier. Aus dessen Reichweite würde ich mich dann erstmal rausbegeben. Dann hätten wir den Mutants weg, dann hätten wir noch den Dicken und zwei dünne Männer irgendwo. Dann, ja. Dem Raketeneinsatz sei Dank. Huch. Müssen wir uns, glaube ich, doch nicht zwingend in diesen Raum oben zurückziehen. Kleinen Moment. Oh, Husten. Ich habe so Halsweh. Ich habe gestern irgendwie 9 Folgen aufgenommen, abends noch gestreamt. Das war irgendwie ein bisschen viel für meine Stimme. Also, jetzt nicht für euch gestern, sondern für mich gestern. Ich nehme hier so ungefähr 2 Wochen im Voraus auf. Weil Gamescom und so. Also wenn ihr das seht, ist die Gamescom schon vorbei. Vielleicht habe ich ja einige von euch getroffen. Das würde mich in dem Moment freuen. Und freut mich dann auch jetzt noch, wenn das der Fall ist. Sowas finde ich immer schön, wenn man seine Zuschauer trifft. Ich vermeide aktiv dieses Wort Fans. Weil, ja... Ich finde, das Wort ist übertrieben. Ihr seid Zuschauer. So, die Frage ist... pass auf. Biene? Biene? Hast du schon Abschüsse? Du hast nur ein paar Betäubungen, ne? Wie sieht's denn aus? 75. Probier mal. Gut. So, ihr zwei müsst da aber sowas von weg. Wieso kann ich denn mit Walle nicht... Kann ich hier nicht durchlaufen, weil Leute im Weg stehen? Muss ich erst mit Rami weg? Ah ja. Ist ja auch interessant. Oh, ich spiel. Du machst mich manchmal wahnsinnig. Rami, bitte nach hier. Das war jetzt falsch, ne? Da wollte ich ihn gar nicht hin haben. Ja, ich wollte ihn ein Feld weiter nach rechts haben. Da.
Boah, und dann gucken wir mal, ne? Achso, Namu. Kommst bitte auch noch nach hier. Und du kannst in aller Ruhe mal nachladen. Wieder am Start. Eine Rauchgranate hätte ich auch schmeißen können. Da steht er. Der Peter. Okay. Um den Peter werden wir uns aber in der nächsten Folge kümmern. Wir sind bei 25 Minuten. Dann kümmern wir uns noch um ihn hier, suchen noch die zwei dünnen Männer oder hoffen, dass die uns finden und werden uns noch ein bisschen in der Basis beschäftigen. An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen Daumen da und ciao, ciao. Bis morgen.